kaum Dampf verbraucht und der brennt auch nicht. Der hier brennt halt ein bisschen, aber ja, so irgendwas werden sie schon machen. Vielleicht füllen sie ja unten den Resonant noch auf und allem drum und dran. Gut, was halt auch ist, die sind jetzt hier hinten, haben sie Kabel gekriegt und sind jetzt verbunden mit sämtlichen anderen Systemen. Also die haben jetzt halt, die sind nicht nur hier über das lange Kabel irgendwann mal wo rangekommen, sondern sind jetzt halt hier verbunden. Nicht, waren sie über die Seite waren sie ja zuvor nur hier mit verbunden, dabei ist ja nichts drin, außer das bisschen Wolle da, was hier produziert wird, oder halt die Inksacks. Sondern es hängen jetzt auch da und da mit dran, also so richtig direkt, und dann ein paar Harvestern da, die haben schon ein bisschen mehr Leistung ätzert, die sie bringen müssen. Wir gucken mal schnell, wie hoch das war, der Baumstamm. Okay. Und zwar eins drüber und dann eins, zwei, drei, oder? Also eins über den Slabs. Oder wie viel wir draufziehen müssen? Eins, zwei, drei, vier. Vier Baumstämme. Ich habe die Baumstämme weggepackt. Und die muss ich jetzt wieder vom Sägewerk holen. Vier hoch. Ich finde die Brücken schön, die ich baue. Die gefallen mir richtig. Ich konnte früher nie Brücken bauen. Aber die Holzbrücken hier, die ich baue, die Holzsteinbrücken da mit den Baumstämmen, die gefallen mir übelst. Ich konnte zuvor früher nie eine Brücke bauen. Nie. Habe nie eine schöne hinbekommen. Die gefallen mir jetzt sehr. Ich krieg das mit den Brücken an sich so ein bisschen besser hin. Ich muss auch sagen, Minecraft an sich, wenn ich mir so meine uralt ersten Folgen anschaue, wie es das ein bisschen ausgeschaut hat, und die jetzigen Folgen oder das jetzige, was ich jetzt baue, anschaue, da sind schon echte Welten dazwischen, muss ich schon wirklich sagen. Da liegen Welten dazwischen. Ich find's, ich bin in Kreativität da ein bisschen besser geworden oder ein bisschen kreativer geworden. Und ich denke, die RF-Holzproduktion pusht gerade wirklich so weit, die hier jetzt halt an den ganzen Systemen hier mit dranhängen. Wirklich ziemlich direkt. Und zuvor halt eben nicht dranhängen. Ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, wo ich so einen kleinen Reaktor hinbaue. Also vielleicht baue ich ihn wirklich irgendwo dahin. Also irgendwo hier, da müsste ich ihn dahin bauen. Aber da müssen wir erst wieder eine Ender-Query aufbauen. So vier hoch, habe ich gesagt gehabt. Also eins, zwei, drei, vier. Das wäre dann die finale Höhe. Okay. Kann man machen. So. Mache jetzt erstmal über die 2 hoch. Einen habe ich ja, der auf die richtige Höhe ist. Schon mal, dann kann ich mir das ein bisschen merken. Und ich versuche halt immer, wenn ich jetzt so einen Knick reinmache, dass der Weg so breit ist wie der Abstand dazwischen. Also wenn ich 4 breit bin, dann ist der Abstand, ich sollte hier 4 breit sein. Gut, hier am Ende ist jetzt natürlich nicht so der Fall. Aber das ist so das, was ich ein bisschen versuche. Dann kann man nicht ganz einfach einen Knick oder sowas mit reinmachen, den mal in die Brücke abknicken lassen. Und das schaut dann auch nochmal ein bisschen besser aus. So. Momentan muss ich auch ehrlich sagen, ich bin mit dem Rendern. Während ich eine Folge render, nehme ich 2 auf. Da ich ja doch momentan hauptsächlich render, wenn ich aufnehme oder wenn ich wach bin, oder. Das stimmt nicht. Ich muss es eher so sagen, ich nehme auf, wenn ich wach bin. Also, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war hier der oft vom obersten Block an der Unterseite. Außen. Vom obersten Block an der Unterseite. Also hier. Hier eigentlich dann durch. Was hier vorne ein bisschen Problem gibt, wobei ich sag, eigentlich nicht schlimm, in der Mitte können wir ja ganz normal durchlaufen, weil das dann so ist. Im Grunde. Warte mal. So. Tschupp. Hier kommt der Baumstamm noch raus. Ich glaube, den habe ich sogar dann nochmal eins höher gemacht gehabt. Ja, den habe ich auch nochmal eins höher gemacht gehabt. So. Weiter dann. Genau. Hier muss ich nochmal 2 draufpacken. Dann bin ich an der Höhe, wo ich da ursprünglich war. Und an dem Block. Unten. Oben. Ne, warte. Hä? Ah, da bin ich an sich ein Block zu niedrig, oder? Warte mal. Irgendwas passt da gerade nicht. Der ist zu 1 hoch.
Ich zähle jetzt mal ab den Knopf die Dinger. 1, 2, 3, 4, 5. Und beim fünften oben. Ab den Knopf. Also. 1, 2, 3, 4, 5. Beim fünften unten dran. So. Ja, doch, der war 1 zu hoch. Der war 1 zu hoch, dann passt der nämlich hier. Mich gerade gewundert. Hä? Warum passt das jetzt nicht? Und oben habe ich dann überall noch einen Baumstamm mehr draufgeschmissen. Genau, so war das. Ich will, dass die Brücken einigermaßen einheitlich ausschaut, weil es soll so ein Dorf sein, was hier so ein bisschen ist. Und ich finde, in einem Dorf ist halt auch immer alles so ein bisschen ähnlich gebaut. Also so ein Stadtstil halt. Eine Stadt schaut halt immer aus wie eine Stadt und nicht wie zwei. Wie mehrere verschiedene. Natürlich hat jeder seine anderen Geschmäcker in Sachen Häuserbau und sowas. Aber trotzdem ist es doch immer ein bisschen ähnlich. Zumindest wie halt eine Brücke gebaut wird oder sowas. Also ich sag's, wenn's in manchen Regionen bist, die sind sehr flach, zum Beispiel diese Regionen. Siehst du ein Backsteinhaus nach dem anderen. Hier bei uns in Oberfranken habe ich noch nicht ein einziges Backsteinhaus gesehen in meinem Leben. Also hier, ich bin hier bei uns hier im Landkreis und hier in der Umgebung schon viel unterwegs gewesen in meinem Leben. Bin ich hier schon sehr viel rumgefahren und habe einfach mal ein bisschen die Welt erkundet. Was ich finde, sollte man halt auch machen im Leben. So ein bisschen mal rumschauen und sich einfach die Umgebung erkunden, wenn man mal einen Führerschein hat. Weil dann ab dem oder Zeitpunkt ist man halt einfach richtig mobil. Zuvor ist man es halt einfach auch nicht. Dann sagst, hey, ich war noch nie in der Stadt. Und die ist jetzt, keine Ahnung, 25, 30 Kilometer vielleicht weg. Fahr hin. Schau doch mal ein bisschen rum. Fahr einfach mal ein bisschen rum. Und erkunde mal deine direkte Umgebung ein bisschen. Einfach mal, ich weiß, es ist eigentlich verboten laut dem Gesetz, dass man einfach mal, dass man rumfährt und mal ohne richtiges Ziel, dass man rumfährt. Ich hätte noch ein paar Roads gebraucht. Es ist eigentlich per Gesetz verboten, ohne Ziel irgendwo wirklich hinzufahren. Oder verboten nicht, ist es eine Ordnungswidrigkeit oder sowas. Keine Ahnung, wie es halt in Deutschland so ist. Dass man sollte nur Auto fahren, wenn du von A nach B willst. Ansonsten ist es dummes Rumfahren oder sowas, keine Ahnung. Aber dann solltest du nur Auto fahren. Finde ich aber ehrlich, wie es ist, dumm. Also natürlich gibt's so Sachen. Ach, das ist auch wieder so eine Auslegungssache. Ist es jetzt ohne Ziel so, hey, ich will mal meine Umgebung erkunden, ich habe einen Führerschein, ich will mal ein paar Städte sehen, die ich hier noch nie gesehen habe, ohne Ziel? Ich glaube, es kommt immer drauf an, es ist extrem drauf an, welchen Beamten du zum Beispiel hast. Wenn einer sagt, ich fahre von da nach da, kannst du auch sein, du fährst ohne Ziel rum. Es kommt immer drauf an, welchen Beamten du hast, denke ich. Wenn ich da mal ein paar Geschichten von mir erzählen würde, ich habe nicht so viel oft mit Polizei zu tun, die meisten Erfahrungen sind jetzt auch nicht so negativ, aber von einer Geschichte, wo ich sage, Alter, der, was mich da angehalten hat, hat keinen Plan von der Materie, aber absolut keinen Plan von der Materie, da ist schon wirklich, ja gut, da bin ich bei der Geschichte zum Beispiel auch direkt vor Gericht, also da bin ich vor Gericht gegangen, weil ich mir gedacht habe, Alter, der Junge hat keinen Plan, hat mir eine Strafe ausgestellt für etwas, das ich nicht verbrochen habe oder was nicht falsch, wo ich nicht falsch getan habe, falsch gemacht habe, definitiv nicht falsch. Ich kann euch mal die Story erzählen. Und zwar bin ich mit einem 50er Roller rumgefahren. So, 50er Roller, nichts Besonderes, kleines Kennzeichen. Die kleinen Kennzeichen kannst du bei uns bei der Sparkasse holen, über deinen Versicherungsvertreter und sonst irgendwas. Die kosten nur ein paar Euro. Mittlerweile denke ich, die sind ein bisschen teurer geworden, aber die kosten trotzdem noch immer noch nichts. So, diese Rollerkennzeichen werden jährlich ausgetauscht. So, die kannst du auch mitten im Jahr einfach mal kaufen. Du zahlst halt einfach nur noch die Monate, ich glaube von März bis März ist es, wo dann halt noch offen ist. Also wenn du im Januar das kaufst, dann musst du natürlich nur noch Februar und März zahlen. Denke ich so war. Ich glaube, es war von März bis März. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Es ist halt schon ewig her. Ich fahre schon seit gut 10 Jahren keinen Roller mehr. So. Diese Kennzeichen sind ziemlich,
also einmal jährlich sowieso werden sowieso ausgetauscht, haben verschiedene Farben. Die kleinen Kennzeichen halt, ich glaube, die kennt man schon, hat man schon mal gesehen. Dann bin ich mal angehalten worden. Er hat gemeint, hey, du bist viel zu schnell hergefahren und was weiß ich, und hat da erstmal einen Aufriss gemacht. Und nein, mein Roller war ein Serienroller, aber ein älterer Roller. Also es war halt einer von den alten, der war Baujahr 91 oder sowas. Den hat sich mein Vater mal gekauft und ich habe den halt gefahren dann irgendwann mal, Jahre später. Also als er ihn gekauft hat, glaube ich, war ich fünf oder sechs. 10 Jahre später habe ich das Ding gefahren. Auf jeden Fall Baujahr 91. Das Ding, heutzutage darf ein 50er Roller ja 45 fahren. So, aber es ist so, die alten Roller dürfen halt auch schneller fahren, weil es halt noch die alten Roller sind und zu den damaligen Gesetzen halt die Dinger so fahren dürften. So. Also, 50er Roller gefahren. Das Ding lief nicht 45, wie die Roller als 55 fahren sollen, sondern 50, 52, laut Tacho so knapp 50. So ein Ticken drüber. Ich sag mal, vielleicht wirklich 51, 52, irgendwas in dem Dreh. Riesen Aufriss gemacht. Ja, ich sehr getunte Maschine und was weiß ich, allem drum und dran. Und ich denke mal, ein Roller, den Namen so gut wie jemand kennt, eine Sangyang. Also halt ein richtiger Japaner-Roller halt. Getunt. Okay, weil man da bestimmt überall die Teile hinterher geworfen kriegt und was weiß ich, allem drum und dran. Okay, ja, ich lasse ihn da reden, wo ich sage, pass auf. Dann war das halt auch noch einer von denen, da waren die Blinker noch nicht außen, da war es auch noch nicht Gesetzgebung. Ich hatte aber eine Ausnahmegenehmigung drin, weil ich schon mal eine Diskussion mit einem Polizisten hatte, weil die Blinker nicht die äußersten Dinge von dem Roller waren. Also, dem die Ausnahmegenehmigung fürs Licht gezeigt. Hat es nicht mehr angesprochen, war komplett gegessen. Hat ihm halt nicht gefallen. Aber trotzdem hast du gemerkt, hat ihm nicht gefallen. Es war ein Sternchenjäger, muss ich wirklich sagen, es war ein Sternchenjäger. So, geht weiter. Da fängt das Diskutieren an. Ja, wir überlassen den jetzt, wir fahren jetzt damit zum TÜV, wir lassen den prüfen und was weiß ich. Ich, okay, kein Thema. Fahren wir. Können wir machen, ich weiß, es ist nichts an der Maschine verändert. Sie ist so, wie sie ist. Genau so läuft sie. Dass sie auch so fahren darf. Weiß ich, aber ich sag, kein Problem. Plötzlich wollte er nicht mehr. Ich gesagt habe, machen wir, kein Thema. Hat ihm nicht gepasst. Dass ich so easy eingestiegen bin und drauf, wo ich gesagt habe, okay, machen wir, komm, kein Problem. So. Ich will da vorne schon halt noch die Roads ein bisschen ausbessern. War er schon nicht ganz zufrieden. Weil der war halt ein reiner Sternchenjäger. So frisch von der Ausbildung, so in etwa. Okay. Dann fängt er an. Ja, ihr Kennzeichen ist ja gar nicht eingetragen. Ja, ist ein 50er Kennzeichen. Ja, das muss trotzdem in den Papieren eingetragen werden. Es ist ein 50er Kennzeichen. Ja, das interessiert mich nicht, ob das ein 50er Kennzeichen ist oder ein großes. Das muss trotzdem in die Papiere eingetragen werden. Schau ich ihn an und sag, du hast doch auch keinen Plan von der Materie, oder? Dann erkläre ich ihm das Prinzip mit dem 50er Kennzeichen. Hat er zum ersten Mal gehört. Er sagt nur drauf, ja, das ist dann Fahren ohne gültige Ding, weil es nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist und. Ich mal gedacht, du bist ein kleiner Pisser. Ich gesagt, okay, Sie können mir diesen Strafzettel gern geben. Er wird nicht überwiesen werden und sonst irgendwas, weil ich halt eine Strafe gekriegt habe und einen Punkt in Flensburg. Habe ich gesagt, also noch nach einem alten Punktesystem. Okay. Mache ich. Wird aber nicht passieren. Ich werde instant Einspruch einheben. Das ist Ihnen klar. Hat er ja dann noch rumgetan. War auch, muss ich auch ehrlich sagen, war sehr unverschämt und sehr frech zu mir. War wirklich unverschämt. Hat sich aufgespielt, als ob der Wunderwars ist. Also als ob der Oberchecker ist. Und von allem Planung hatte. Aber ich habe halt einfach gemerkt im Gespräch, der hat von null Ahnung. Von nix und null. Und dann habe ich ihm halt ganz einfach, ich schnapp nebenbei übrigens alles, was wir für die Fluid Tanks brauchen,
Dann halt einfach gesagt, okay, wenn Sie das so für richtig halten, tun Sie das, geben Sie mir den Denk, ich werde Einspruch einheben. Das muss Ihnen bewusst sein. Ich werde mir das von Ihnen nicht gefallen lassen, wie Sie hier mit mir umgehen, wie Sie mit mir sprechen. Und dann habe ich einen Spruch gekriegt, wo ich gesagt, was will mir denn ein 16-jähriges Kind denn bitte antun? Ich sage, kein Problem, wir gehen vor Gericht, habe ich kein Problem. Ja, von Ihnen lasse ich mich nicht einschüchtern. Kommt noch. Ich, Einspruch auch eingelegt und allem drum und dran. Ich zur Zulassungsstelle gefahren, habe gesagt, pass auf, so und so schaut's aus. Hab da, dann sagen die, ja, das muss doch gar nicht eingebaut werden, das muss doch gar nicht eingetragen werden und. Ich sag's, mach mal, habe ich mit denen geredet, habe ich gesagt, passen Sie auf, geben Sie mal einen Stempel auf die Papiere drauf, ohne Kennzeichen, so dass es passt. So dass sie sagen, okay, Ding. Dann hat der von der Zulassungsstelle mir noch nicht eintragungspflichtig oder sowas eingeschrieben oder nicht Eintragungsding und mir einen Stempel drauf gegeben. Vor Gericht habe ich das dem Richter gezeigt. Ich habe dem das gesagt. Und der andere Polizist oder der Polizist, dieser Sternchenjäger, war auch geladen, als er muss vorbeikommen. Ratet mal, wer nie gekommen ist. Dieser Polizist, der mir diese Strafe und auch diesen Punkt aufgetragen hatte oder gegeben hatte, ist nie gekommen zur Gerichtsverhandlung, wo es ja eigentlich darum geht, dass er Mist gebaut hat. Er ist nie aufgetaucht, nie wieder was ge gehört von ihm. Ich musste nur für den Stempel, für das Siegel auf dem Ding 50 € zahlen. So, was brauchen wir denn noch? Das war die einzige negative Erfahrung mit Polizei, die ich je hatte, aber auch im Leben. So, lass mich da Tesserakte. Tesserakte ist das, was wir jetzt noch brauchen. Ich nehme mal 4 Stück mit, dann kann ich schon die ersten paar Sachen bauen. So, das ist die einzige negative Erfahrung, die ich mit Polizisten in meinem Leben hatte. Alle anderen waren eigentlich echt positiv und nicht mal so negativ. Von neutral, ich bin von hier weggefahren, bin angehalten worden von der Polizei, ja, normale Verkehrskontrolle. Führerschein, Fahrzeugpapiere hier. Wo wollen Sie denn hin? Wo kommen Sie denn her? Ja, ich komme von zu Hause, fahre meine Freunde nach Hause. Ah, okay. Schöne Weiterfahrt noch. Boom, fertig, aus. Zack. Ist neutral. Einmal angehalten worden von einem. Ja, Ihr Bremslicht ist kaputt. Ah, okay, danke. Mache ich dann gleich. Sehe ich halt schlecht. Ja, okay. Verbandskasten, Warndreieck, ja, hier. Oh, der Verbandskasten ist aber abgelaufen. Warten Sie, ich habe noch einen hier, den habe ich erst geholt. Okay, ja, nee, ist in Ordnung. Ich sollte den abgelaufenen entsorgen, habe ich dann zum Polizisten gesagt. Sind Sie mal ehrlich, wenn Sie jetzt blutend im Graben liegen und ich Ihnen einen Verband draufpacke, interessiert Sie das in dem Moment, wenn Sie kurz vorm Verbluten sind, nicht, ob diese Mullbinde abgelaufen ist oder nicht? Mal ehrlich. Oder ob das Pflaster nicht mehr klebt. Und wenn du ein Pflaster brauchst, ist es kein Notfall, finde ich. Lieber habe ich ein bisschen mehr Zeug dazu dabei, als zu wenig, als ich dann dastehe und habe kein Verbandsmaterial mehr. Die meisten Leute fahren eh dran vorbei an Unfällen. Würde ich nie tun. Hab ich auch noch nie gemacht. Ich habe vor 2 Jahren mal eine Story gemacht. Wir machen mal eine Pause, dann gehe ich auf die Story, weil der ist ja oben schon lang fertig, damit ich mal mit dem Rendern weiterkomme. Vor 2 Jahren habe ich eine Story gehabt. Die erzähle ich euch jetzt mal. So, da rendert das nächste Video. So, dann würde ich wirklich gleich mal mit der Story anfangen, die ich da vor 2 Jahren hatte. Und zwar die Story ist blöd. Also nicht von mir aus, sondern so ein bisschen im Großen und Ganzen blöd. Und zwar fahre ich gerade von der Arbeit nach Hause. Das ist nicht wirklich nicht weit. Und wir haben vorne bei uns an der Sparkasse so eine Stelle, da parken die mal links und rechts und da sind die Autos ziemlich eng. Und da ist halt die Straße ziemlich eng. Okay. Irgendwie hat es bis jetzt immer geklappt, ohne dass es da wirklich großartig gekracht hat und sonst irgendwie Zeug. Hat immer geklappt. So, also zumindest nicht, dass mir bewusst irgendwas da aufgefallen ist, dass es mal gekracht hat dort. So muss ich das sagen. Das Einzige, was ich halt weiß, ist, bis jetzt hat es eigentlich immer nicht gekracht da.
Ich will hier ein bisschen freilassen. Wir knallen hier den Tesserakten hin. So, und irgendwann, achso, da muss ich einen Fluidduct nehmen. Fahre ich mal halt noch von der Arbeit nach Hause. Und denke mir halt nichts dabei. Fahre ganz normal nach Hause halt. Ohne dass irgendwas ist. So. Nichts Besonderes, nichts Großartiges gewesen. Fahr daheim. War normal wie immer, halt ziemlich zugeparkt. Und ich sehe noch, wie einer dort halt hinfährt. Und mir halt den Weg mich durchfahren lässt, weil er stand ja schon im Grunde. Also ich war halt schon auf dem Weg zwischen den Autos durch und er hat mich halt dann durchgelassen. Weil sonst wären wir Schnauze an Schnauze gestanden. Und auf einmal sehe ich, wie das parkende Auto, nachdem er sich hingestellt hat, sich bewegt hat. Ich denke mal, okay, war ein bisschen langsamer. Denke mal, irgendwas war doch, der ist der jetzt rangefahren? War mir erst halt überhaupt nicht sicher, ob der da wirklich jetzt rangefahren ist oder nicht. Hab mir erst so, nee, der wird doch da jetzt nicht rangefahren sein. Ach Quatsch, der ist auf keinen Fall rangefahren. Hab mir halt nichts dabei gedacht. Wie es halt doch ist, man denkt nicht immer gleich schlimm oder böse, dass da jetzt irgendwas passiert ist. So. Dann fahre ich halt mal ein bisschen langsamer. Sehe. Oh. Der Kerl hat einen Rückwärtsgang rein. Der ist doch da wirklich rangefahren. Fahr noch mal kurz. Fahr noch eine Kreuzung weiter. Halt. Sehe, dass er Rückwärtsgang fährt und langsam einfach wieder anfährt. So, ich. Einfach davon fährt. Okay. Da bin ich überhaupt kein Fan von sowas. Wir müssen das so machen, dass wir den Tesserakten hier einstellen können. Wobei ich gerade was sehe, was ich gerade vielleicht anders da baue, gerade mal schnell. Bin ich da überhaupt kein Fan von. Da könnte ich wirklich, wenn einer gegen ein Auto fährt, ihr habt Versicherungen dafür. Die zahlen das. Ich bin selbst schon gegen ein Auto gefahren. Gegen ein parkendes. Meine Versicherung damals waren, keine Ahnung, 4 € im Jahr, was ich hochgestuft worden bin. 4, 5 €. Die tun einem nicht weh. Und der andere hat einen Schaden von 800, 900 € gehabt. Ich habe den hinten in der Stoßstange geknutscht. Was ist passiert? Ich bin auch nicht fehlerfrei. Es passiert. Ganz einfach. Und dann sehe ich halt einfach nur, wie der weiterfährt, der Kerl. Ich mir gedacht, nein, nein, das hat er jetzt nicht gemacht. Ich drehe um, fahre vorsichtshalber mal hinterher, hab mir noch in WhatsApp, hab mir schnell eine Sprachnachricht, habe ich gesagt, hey Eva, ich brauche dich mal kurz als Notizblock, ich missbrauche dich mal kurz als Notizblock und habe das Kennzeichen per Sprachnachricht ihr halt einfach, damit ich es merken kann, durchgegeben. Sie so, hä, wä, was, warum? Bisschen verwirrt halt. Nee, nichts Schlimmes, hab dich jetzt nur mal kurz als Notizblock benutzt. Ah, fuck, was mache ich denn gerade? Vor lauter Latschen. Ich muss doch erstmal die Lithiumkabel legen. Jetzt komme ich doch da nicht mehr hin. Und fahr zurück an das Auto, wo ich gedacht habe, dass er rangefahren ist. Schau es mir hinten an und sehe, okay, da ist ein Schaden da. Der Kerl ist auf jeden Fall da rangefahren. Okay, ich bei dem Haus, wo es halt davor stand, geklingelt. Ich wusste ja nicht, wem das Auto gehört. Also einfach mal bei dem Haus da, wo das Auto davor stand. Nee, aber der, mit dem ich erreicht habe. Nee, ich weiß, das gehört der alten Dame da drüben. Ich mal gedacht, oh, arme alten Dame, und dann fährt er noch ran. Und ist auch blöd. Ist ja auch nicht schön. Okay. Ich dann zu der alten Dame hingegangen. Oder halt bei der alten Dame versucht zu klingeln und was weiß ich und länger geklingelt und habe gesagt, passen's auf. Da ist gerade einer an ihr Auto. Ist das ihr Auto? Ja, das ist mein Auto. Okay, dann ist hier definitiv gerade einer an ihr Auto gefahren. Sie komplett, wird die Polizei gerufen. Ich der Polizei, das halt geschildert, wie es war, so wie ich es halt euch jetzt auch geschildert habe oder erklärt habe. Und denen das durchgegeben. Erste Sache, ich musste über eine Stunde
Nee, wir mussten über eine Stunde, es war auch Winter, auf die Polizei warten, nachdem wir das angerufen haben. Fahrerflucht. Ich mache jetzt hier, dass das alles unten steht. 20. Nee, 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 nee. Das wäre minus Fluid, minus Fluid, Zwischenlager, nee, ein Eingang, also ein für Zwischenlager, Zwischenla, Zwischen, weil mehr kann man nicht mehr schreiben. Boom. Set Frequency. Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen Fluid Mode, Receiving Fluid. Okay. Ich reagiere da sehr empfindlich bei sowas, weil mir ist auch schon mal jemand ans Auto gefahren und hat Fahrerflucht begangen und es war ein hoher Schaden. Da war die Beifahrertür und die Fahrertür im Arsch und der Kotflügel. Mein Grünen damals. Da reagiere ich sehr empfindlich darauf. Unglaublich empfindlich. Wir müssen mal die Werkstatt und Pipeplugs machen. Da bin ich überhaupt. Nee, da bin ich übelst empfindlich. Das geht nicht. Das geht auf keinen Fall. Da. Nö. Nö, nö. Dann ruft mich irgendwann gegen 8 Uhr abends der Polizist an, der das halt aufgenommen hat. Guck mal, ich sehe meinen Spawning Ground. Ist es jetzt der? Wo ist denn der andere? Der andere ist doch definitiv in die Richtung gebaut. Ach, der ist hier. Hä? Die sind doch. Ach so, weil ich es gerade gar nicht sehe. Weil ich durchgeguckt habe durch den Spawning Ground. Andere Frage. Lass mich mal kurz runtergucken. Wie schaut es denn hier aus? Ja, deswegen reagiere ich da ziemlich empfindlich darauf. Weil es ist ein so sehr hoher Schaden wegen absoluten Luten Kleinigkeiten. Du hast eine Versicherung, die kostet dir nichts. Die kostet dir so gut wie nichts, wenn du das machst. Die sind nicht teuer. Wenn das passiert, passiert sowas. Ups, da wollte ich nicht hin. Mach da nicht einen riesen Aufriss deswegen draus. Es ist so. Es tut dir nicht weh, wenn du einfach mal 4, 5, vielleicht, wenn es 20, 30 € im Jahr sind, mehr Versicherung zahlst. Es ist nicht schlimm. Und wenn du mal woran fährst, du kriegst nicht gleich eine auf den Sack von der Polizei und ja, Unfall und was weiß ich. Nee, das ist ein Sachschaden. Solange du keinen verletzt, ist es nicht tragisch. Also, haut nicht ab. Ich kenne da jemanden, der haut da immer gern ab. Oder der ist da schon mehrfach abgehauen. Da reagiere ich übelst empfindlich darauf. Übelst empfindlich. Also, geht gar nicht. Geht absolut gar nicht. Siehst du, das Wetter sagt auch, dass es nicht geht. Ich würde jetzt einfach mal das Kabel hier im Eck runterlegen. Also hier. Das Redstone Energy Conduit. Ist es nicht schon mal unten? Hier sind wir da. Muss ich hier drüben. So. Macht euch keinen Kopf, wenn er